Nachdem wir uns gestern wieder an das Arnold Schwarzenegger Original Total Recall erinnert haben, ist es heute, was für eine Überraschung, Zeit für das Remake aus 2012. Und grundsätzlich wurde für das Remake so einiges verändert. Der Film soll nämlich wesentlich näher an der Vorlage von Philip K. Dick unter dem Titel We Can Remember It For You Wholesale sein und außerdem sämtliche goofy Elemente des Originals ablegen. Also es gibt zum Beispiel keinen Handtuchturban mehr, es gibt keine riesigen roten Knäuel mehr, die man sich aus der Nase rausholen muss, Quarto gibt's nicht mehr, es gibt keinen Mars mehr, es ist alles darauf aufgebaut, dass es möglichst realistisch ist, dass es düsterer ist und ja, das Einzige, was mir dann halt nur gleich wieder einfällt, wenn es realistischer sein soll, was macht dann The Fall in dem Film? Und um die Geschichte ganz kurz zu erklären, Australien wurde wieder zu einer Gefängnisinsel degradiert, zu einem, wie könnte man sagen, zu einer Kolonie. Die Leute arbeiten in England, wohnen in Australien und pendeln hin und her durch The Fall. Quasi so eine Art innerirdische U-Bahn-Kapsel, wo durch einen Gang einfach die Leute durchfallen in dieser Kapsel. Und ich werde es jetzt nur einmal erwähnen, weil in Wirklichkeit könnte man das den ganzen Film hindurch dauernd erwähnen, aber wird es nicht irgendwie warm, wenn man mit dieser Kapsel fährt, so in der Nähe vom Erdkern? Und außerdem, ich meine, man sieht auf irgendeiner Grafik, dass das Teil so ein bisschen eine Kurve macht um den Erdkern herum, aber trotzdem ist es im Inneren der Erde nicht ein bisschen auch flüssig oder sowas. Ich kann mir vor allem vorstellen, nachdem es da so einen wirklich durchgemachten metallischen Gang gibt, dass das vielleicht etwas schwer zu bauen war. Vor allem ist ja Metall so ein Material, das Wärme wahnsinnig gut leitet und sich außerdem gerne etwas verformt, wenn es zu warm wird, was dann in der Nähe des Erdkerns möglicherweise auch zu einem kleinen Problem werden könnte. Genauso wie zum Beispiel die Tatsache, dass sich England und Australien im Gegensatz zu dem, wie es im Film präsentiert wird, nicht genau gegenüberliegen auf der Erdkugel. Dass die diese Reise nicht so lange dauert, wie sie es im Film sagen. Das ist eine Kleinigkeit. Vor allem, abgesehen davon, dass vielleicht der flüssige Erdkern irgendwie ausrinnt, wenn man da zwischendurch bohrt, alleine dieser ganze Teil mit der Schwerkraft und der Umkehrung, weil die Leute fallen quasi einfach da in der Mitte durch, wodurch sie übrigens die ganze Zeit schwerelos sein sollten, aber egal. Wenn sie sich dem Erdkern nähert, dreht sich einmal die Schwerkraft um, dann sind sie kurz schwerelos und dann fahren sie wieder in die andere Richtung. Was auf so viele Arten, Ebenen und Möglichkeiten keinen Sinn ergibt und einfach nur lachhaft ist, dass ihr euch quasi eure eigene aussuchen könnt. Ich belasse es hier mit dabei. Und als für den weiteren Verlauf des Reviews nehmen wir einfach The Fall als Science-Fiction-Ding hin, was in etwa so viel Sinn macht wie Transformers, aber ganz ehrlich, wir haben uns bei Transformers 3 auch lang genug mit gewissen Sachen aufgehalten und wenn ich prinzipiell dann noch hinterfragen hätte müssen, dass es Transformers wirklich gibt, dann wäre ich wahrscheinlich mit dem Review heute immer noch nicht fertig. Anyways, wer zeichnet sich für das Remake von Total Recall verantwortlich? Natürlich Len Wiseman, den Schöpfer von Underworld, den Remaker oder Fortsetzer, könnte man sagen, von Stirb langsam. Yay. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Kurt Wimmer, wo ich mich ehrlich gesagt frage, dass nach dem Debakel mit Ultravioletta immer noch eine Zusammenarbeit mit Sony besteht, ist echt interessant. Nach Equilibrium, glaube ich, waren seine Drehbuchkünste auch teilweise so ein kleines bisschen hinterfragt. Aber aktuell macht Wimmer mit Filmen wie Salt oder jetzt eben auch dem Total Recall Remake meiner Meinung nach recht gute Arbeit. Auf der Schauspielerseite haben wir in der Hauptrolle Colin Farrell als Ersatz für Arnold Schwarzenegger, weil die beiden ja so wahnsinnig viel gemeinsam haben. Jessica Biel und Kate Beckinsale. Kate Beckinsale als Ersatz für Sharon Stone. Ich meine, gut, in Basic Instinct 2 war Sharon Stone kein passender Ersatz mehr für Sharon Stone, aber trotzdem,
Kate Beckinsale, come on. Ich meine, gut, nur weil sie die Frau von Len Wiseman ist, will ich ja nicht sagen, dass das der einzige Grund ist, warum sie in dem Film ist, aber ihr schauspielerisches Talent wird es ja wohl kaum sein, oder? Naja. Im Gegensatz zum Original beginnt das Remake von Total Recall gleich mit einer großen Action-Szene, wo Colin Farrell und Jessica Alba irgendwie flüchten, dann hängt sie so die Klippe entlang, irgendwie erschießt beiden durch die Hände, Colin Farrell wird gefangen genommen, sie stürzt möglicherweise in ihren Tod, wir wissen es nicht, weil wie im Original war das Ganze ja eh nur ein Traum. Und dort ist der Traum halt etwas unspektakulärer, weil Arnie stürzt sich, den Schädel anhaut und die Augen machen und das war's dann mehr oder weniger. Quasi das Einzige, was diese beiden Eröffnungsszenen miteinander zu tun haben, ist, dass Arnie Farrell mit einer anderen Frau zu sehen ist, als mit der er dann nachher im Bett aufwacht. Das Erste, was mir auffällt bei der neuen Welt von Total Recall, das Ganze ist in etwa so hübsch organisiert wie meine Blu-ray-Regale, also quasi Häuser gestapelt aufeinander, hintereinander. Das Ganze ist übrigens im Himmel gebaut, über der normalen Welt, die es nach wie vor gibt. Also es gibt normale Autos, es gibt normale Häuser, nur im Himmel ist dann diese komische Arbeiterstadt. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Vor allem, weil ich mich wundere, dass man dann unten noch ansatzweise irgend sowas wie Sonne bekommt. Weil es gibt eine Szene in dem Film, die spielt in dieser echten Welt und vom Sonnenmangel kriegt man dort nicht wirklich viel mit. Aber es ist interessant, weil, wenn man sich das Ganze anschaut, die Optik dieser ganzen Welt und so weiter doch eine Menge auch von anderen Filmen wie Minority Report und sonst irgendwas hat. Was wenig verwundert, wenn man daran denkt, dass auch diese Geschichten aus der Feder von Philip K. Dick stammen. Generell finde ich die Zukunftsvision mit allem, was dazugehört, mit der Technologie, mit den Autos, mit den Häusern, mit Recall, mit diesen Robotern und so weiter, eigentlich alles recht cool gemacht. Nur das Einzige, was mich wundert, ist, Colin Farrell schraubt so eine Art Robocop zusammen. Diese Metall, diese selbstgesteuerten Metall-Polizisten-Dinger. Nur ganz kurz, lieber Kurt Wimmer, kann es sein, dass du den falschen Paul Verhoeven-Film geremaked hast, weil mit Robocop hat das Ganze irgendwie mehr zu tun als mit Total Recall, oder? Oder beide so gleichzeitig wäre auch vielleicht ganz witzig. Aber gehen wir mal weiter. Der Film baut aber meiner Meinung nach seine Spannung wahnsinnig gut auf, vor allem wenn dann Colin Farrell zu Recall kommt. Im Gegensatz zum ersten Teil, zum Original, was hier recht spannend und interessant gemacht ist, ist die Tatsache, dass quasi dieses Auszucken bei dieser Implantation schon vorbereitet wird, indem das quasi der Recall-Experte meint, wenn er lügt, wenn Colin Farrell irgendwas vorenthält, dann kommt es zu Komplikationen und er geht dann ziemlich stark darauf an, nein, dass er irgendwie nicht eine Freundin hat oder sonst irgendwas, hahaha. Und dann zuckt er natürlich aus und er schreit dann nochmal, nein, aber ich habe doch gar keine Freundin. Und es geht aber im Endeffekt scheinbar darum, dass er in Wirklichkeit ein Geheimagent wird, weil er sich wie im Original quasi diese Sonderidentität nimmt. Es kommt dann zu diesen Zwischenfällen, die Polizei stürmt bei Recall rein, Colin Farrell kann gleich zeigen, was er drauf hat, indem er diese Polizisten schnellstens dezimiert. Was auch interessant ist, er zündet irgendwie so eine Granate, legt sie bei einem dieser Polizisten hin und sie dauert. Die Granate braucht in etwa 3,5 Stunden gefühlte, bis sie dann im Endeffekt explodiert. Ich glaube, so langsam geht das normal nicht. Es gibt aber diesmal keinen Chip, den Colin Farrell im Kopf hat. Stattdessen gibt's ein Handy. Und ich meine damit ein Handy. Wenn telefoniert wird in diesem Film, dann so. Ja, ich kann mir gut vorstellen, wenn ich auf der, was weiß ich, in der Fußgängerzone irgendjemand begegne, der so telefoniert und meint, er ist ein Geheimagent, dass das möglicherweise zu einem Anruf für die Leute, mit der ich habe mich lieb, ja, gesorgen kann. Aber egal, bevor wir dorthin kommen, kommt Colin Farrell natürlich auch in diesem Film nach Hause, kämpft gegen seine Frau und wir lernen, dass Kate Beckinsale kein wirklich guter Ersatz ist für Sharon Stone, weil auch wenn es im Endeffekt auf dasselbe hinausläuft, was mir
deutlich auffällt beim Total Recall Remake, ist, der Film kaut einem so ziemlich alles vor. Vor allem Kate Beckinsale, deren Line Delivery wieder mal so wahnsinnig inspiriert ist, die mehr oder weniger einfach Colin Farrell vorliest, was mit seiner Geschichte ist, die ihm einfach nur runterrattert, was es jetzt mit seiner Identität und sonst irgendwas auf sich hat, was nichts von dem Charme und der Spannung hat, den dieser Twist im Original bringt. Im Gegenteil, das, was das Remake dann vielleicht wieder ein bisschen vom Original unterscheidet, auf positive Hinsicht fürs Remake, ist, dass es nachher eine große Verfolgungsjagd eben über diese Dächer gibt, wo Colin Farrell und Kate Beckinsale über Balkone, über Dächer und so weiter springen und die Tricktechnik wirklich fantastisch ist. Auf jeden Fall, nachdem wir dann die Handygeschichte auch abgehandelt haben, nachdem Colin Farrell flüchten kommt, geht er zur Bank, muss dort eine Unterschriftenprobe machen, was blöd ist, weil er noch nicht einmal seinen originalen Namen weiß. Irgendwie schafft er es dann aber trotzdem scheinbar, nachdem er seinen Namen in Erfahrung gebracht hat, dass seine Unterschrift genauso ausschaut wie immer, weil, ja, das scheinbar so ist. Was ich aber wirklich clever finde, ist, er ist dann in dieser Bank, öffnet sein Schließfach, schaut sich an quasi, was er sich hinterlassen hat. Natürlich hat auch dieses Schließfach so eine Art Monitor eingebaut, weil, warum nicht? Es gibt in diesem Schließfach Geld, wo Barack Obama drauf ist. Das fand ich wahnsinnig witzig und clever gemacht. Natürlich gibt es auch im Remake so eine Art Flughafenszene, nur halt mit The Fall. Ich weiß nicht, dieses Reise zum Mittelpunkt der Erde Express, dieses Jules Verne-Auto, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und was ich wieder mal ganz witzig gelöst finde, ist, wir erinnern uns an diese Frau, als die Arnie im Original in der Flughafenszene aufgetaucht ist. Die macht mehr oder weniger auch einen Auftritt in dem Film, aber nicht als Arnie, sondern als die Dame vor Colin Farrell, was unnötig ist, aber doch irgendwie witzig und quasi wieder so eine Art dezenter Seitenhieb für Fans des Originals. Was mir aber hier deutlich besser gefällt im Remake, ist die Tatsache, wie quasi die Störung, wie das Erkanntwerden bei diesem Flughafen vonstatten geht, weil Colin Farrell geht durch diesen Bodyscanner und in diesem Scanner, wo er dann stehen bleiben muss, quasi mit diesem falschen Kopf, der übrigens von einem Running Man Halsband quasi projiziert wird, kommt es dann zu dieser Fehlfunktion, nachdem er wirklich in diesen Strahlen oder sonstigen Dingen von diesem Sensor stehen bleiben muss, dass sich quasi diese verschiedenen Signale und Geräte gegenseitig stören, wesentlich glaubwürdiger als aus dem Original. Naja, was auch sehr nett ist, Colin Farrell flüchtet dann, die Polizisten, die ihn verfolgen, schreien alle auf den Boden, dann werfen sich alle Leute auf den Boden, inklusive Colin Farrell, der dann plötzlich verschwunden ist, blöd. Außerdem ist die Verfolgung meiner Meinung nach nicht wesentlich leichter, wenn der komplette Boden von Leuten bedeckt ist. Ich meine, über die Leute laufen werden sie ja wohl kaum können. Es kommt zu einer riesigen Autoverfolgungsjagd, die genauso eigentlich wie alle großen Action-Set-Pieces im Total Recall Remake. Wir hatten schon die Verfolgungsjagd durch die Dächer, wir haben schon The Fall kennengelernt, jetzt gibt's die Autoverfolgungsjagd, es kommt noch eine Riesenszene mit diesen Fahrstühlen und so weiter. Diese ganzen Action-Pieces könnte man eigentlich auch deutlich kürzer und deutlich unspektakulärer präsentieren, aber um ehrlich zu sein, für mich waren die irgendwie das Besondere an dem Film. Weil, dass man den Charme und dass man die Atmosphäre vom Schwarzenegger-Original quasi nicht einholen wird, überrascht mich weniger. Und was ich sehr positiv finde beim Remake, ist, dass man das auch einfach nicht versucht. Das Remake geht einen ganz eigenen Weg, probiert was ganz Eigenes aus, indem es die Materie, die Geschichte und die Charaktere einfach 100% komplett ernst nimmt und sich viel mehr darauf konzentriert, eine Atmosphäre aufzubauen, Spannung aufzubauen und sich als düstere, realistische Zukunftsvision zu präsentieren. Deswegen auch der Wegfall von all den goofy Gimmicks aus dem Original. Deswegen wahrscheinlich gibt es auch keinen Mars, den es übrigens in der Romanvorlage sowieso eh auch nicht gegeben hat. Und dadurch erklären sich einige der Änderungen. Und Total Recall während diesen riesigen Action-Set-Pieces ist einfach nur wow.
Weil die Tricktechnik des Films, die Special Effects, wie die Gebäude, wie die Autos, alles aufgebaut sind, ist einfach nur phänomenal. Da kann man zwischendurch vielleicht einmal ganz kurz die Geschichte ausklammern, das Ganze, möglicherweise die Fehlerchen, die der Film sonst hat, ein bisschen vergessen und einfach nur Spaß haben und wow sagen. Weil prinzipiell auf die Geschichte des Films will ich eigentlich gar nicht so sehr eingehen, weil der grundlegende Storyverlauf von Total Recall, Original und Remake eigentlich recht ähnlich ist. Der große Unterschied ist immer nur, wie die verschiedenen Technologien eingebaut werden und wie die verschiedenen Szenen dargestellt werden und natürlich, dass im Remake alles größer, extremer und so weiter sein muss. Zum Beispiel bei der Verhaftung von Colin Farrell, wo er dann von seiner Freundin befreit wird, wo sie dann mit dem Lift flüchten, war das mehr oder weniger die Szene im Original. Im Remake kommt durch so ein Cube-artiges Lift-System, durch Tunnel und so weiter, eine, was weiß ich, 10-minütige Verfolgungsszene zustande, wo sie sich mit diesen Lift-Cubes verfolgen, wo Sachen gesprengt werden, wo diese Robocops wie Michael Ironside in der Mitte zerrissen werden, runterfallen, wieder explodieren, sonst irgendwas, hat für die eigentliche Handlung des Films eigentlich null Bedeutung, sieht aber einfach awesome aus. Und wenn sie es dann zum Rebellenführer, dessen Versteck übrigens auch deutlich glaubwürdiger ist als im Original, ist schaffen, wenn sie dann Cohagen kennenlernen, der großartig gespielt wird von Bryan Cranston, der aber meiner Meinung nach viel zu wenig Screentime hat, viel zu wenig Möglichkeit hat, sich und sein Schauspieltalent wirklich zu präsentieren, wirklich zu entfachen. Er steht mehr oder weniger oft nur da, sagt ein bisschen was und das war's mit der Szene. Ein Bryan Cranston könnte, finde ich, noch wesentlich bedrohlicher, noch wesentlich interessanter rüberkommen. Aber egal, zum Schluss logischerweise das große Action-Finale dann auf The Fall. Auch großartig inszeniert, bedeutungstechnisch nicht wesentlich mehr als beim Original, wo das Ganze mit wesentlich weniger Tricks vonstatten gegangen ist. Das Einzige, was mich nur am Ende dann wundert, natürlich jetzt wissen wir, diese Schwerkraftumkehr ist eigentlich von vornherein nur als Plot-Device gedacht, dass unseren Helden dann im Finale das Besiegen der Gegner leichter fällt. Das Einzige, was mich nur wundert, ich meine, alle freuen sich dann im Endeffekt, weil die Geschichte im Remake wird mehr oder weniger so präsentiert, dass die Rebellen als Terroristen eben dargestellt werden, auch durchs Fernsehen und so weiter, damit Cohagen mit seinen Leuten eine Invasion auf die Kolonien vorbereiten können, dort mehr oder weniger alle Leute umbringen können. Und das wird dann am Ende verhindert. Das Einzige, was mich nur wundert, kolonietechnisch, ist, wenn die Leute in Australien wohnen und in England arbeiten und das einzige Transportmittel, The Fall, zerstört ist, dann freuen sie sich am Ende quasi alle, hurra, wir sind arbeitslos, wir verdienen kein Geld mehr, wir werden alle verhungern. Wuhuhui! Was möglicherweise auf der Glaubwürdigkeitsskala auch nicht ganz weit oben anzusiedeln ist. Ganz zum Schluss brauchten wir scheinbar dann noch so einen dezenten Twist, dass Kate Beckinsale noch einmal auftaucht im Krankenwagen neben Colin Farrell, wo ich mich wundere, wie hat sie es dorthin geschafft? Vor allem, ich meine, sie trägt das Gesicht von Jessica Biel, aber Jessica Biel stand vor dem Auto. Wie hat sie es dort hinein und vorbei geschafft? Und vor allem, wofür war diese Szene eigentlich notwendig? Weil, wie zum Teufel hat sie die Explosion von The Fall überlebt, weil sie so offensichtlich noch an Bord von dem Ding war, wie es bei der Boom gegangen ist. Aber trotzdem muss ich im Endeffekt sagen, es fällt mir so schwer, den Vergleich zwischen Total Recall, Original und Remake zu setzen. Beide Filme haben zwar, basieren auf derselben Geschichte, haben grundsätzlich dieselbe Handlung, präsentieren sie aber komplett anders, dass man sie mehr oder weniger eigentlich als zwei verschiedene Filme bezeichnen könnte, weil wenn wir alle Filme mit ähnlicher Geschichte unter denselben Hut kehren, dann ist die Liste relativ lang. Der große Unterschied für mich ist das Original Total Recall mit Arnold Schwarzenegger ist
ein goofy Science-Fiction-Action-Streifen mit großartigen Practical Effects, mit großartigen Einfällen, mit einem großartigen Arnie in der Hauptrolle, der mehr oder weniger aus jedem Film einfach nur Maximum an Spaß rausholen kann. Und das Original ist sicher der Film, der mehr Szenen hat, die einem im Gedächtnis bleiben, der mehr zu bieten hat und der mehr Unterhaltung hat. Wenn man mich im Endeffekt allerdings fragt, welcher von den beiden objektiv gesehen der bessere Film ist, dann ist das schon wieder eine ganz andere Geschichte. Dann ist das viel, viel schwerer zu beantworten. Weil für sich genommen beide Filme ihre Existenzberechtigung haben. Das Original ein Klassiker, ein Kultfilm, ein wirklich großartiger Film. Das Remake, meiner Meinung nach, aber auch ein wirklich guter, wirklich gut gelungener Science-Fiction-Streifen. Der Film geht das Ganze ganz ernst, ganz schnörkellos, düster an. Colin Farrell in der Hauptrolle ist wirklich gut, weil als Ersatz für Arnold Schwarzenegger kann man ihn in etwas so nehmen wie Jason Momoa. Und es funktioniert der Film auf einer ganz anderen Ebene. Während das Original mehr in Richtung Actionstreifen geht, geht das Remake mehr in Richtung Thriller. Und für das, was die Filme sein wollen, funktioniert einfach beides. Das Remake ist meiner Meinung nach der Film mit mehr Spannung, mit dem generell etwas besseren Schauspiel, wenn man Kate Beckinsale vielleicht ein bisschen ausklammert. Es ist, ich will nicht sagen, der bessere Film, aber es ist auf jeden Fall die spannendere und natürlich aufgrund der aktuellen beeindruckenden Effekte der visuell bemerkenswertere Kinogang. Trotzdem, im Endeffekt würde ich sagen, ich liebe Total Recall, das Original war ein wirklich toller Film. Ich mag aber auch das Remake wahnsinnig gerne und ich finde, das sind keine... diese Aussage birgt keinen Konflikt. Man kann nicht entweder das eine oder das andere mögen. Es ist nicht so wie bei vielen anderen Remakes, dass die Neuverfilmung das Original mehr oder weniger beleidigt. Dazu macht das Remake einfach zu viel anders. Es ist ein ganz, ganz anderer Film, der halt nur zwischendurch immer wieder Seitenhiebe einbaut und den Zuschauer daran erinnert, quasi, Leute, wir wissen, dass es das Original gibt und wir wissen, dass ihr das Original wahrscheinlich alle kennt und wir arbeiten damit. Wir machen aber trotzdem unser Ding. Und das ist, was das rechne ich dem Remake recht groß an, weil für mich gibt es nichts Schlimmeres als diese Shot-for-Shot 1:1 Remakes, die an Sinnlosigkeit nicht zu überbieten sind. Was auch sehr spannend ist bei Total Recall, ist, dass das Ende mehr oder weniger recht anders ist. Wir haben gestern darüber philosophiert, dass das Ende vom Original in zwei Richtungen interpretiert werden kann. Das ist beim Remake nicht ganz so. Kommt darauf an, welche Fassung man sieht. Weil für die Kinoversion wurde die Geschichte doch deutlich vereinfacht. Abgesehen davon, dass der Director's Cut etwas mehr Gewalt, natürlich mehr von der dreibrüstigen Frau zeigt, ist es vor allem die Geschichte, die sinnvoll und interessant erweitert wird. Im Director's Cut vom Remake sehen wir viel mehr von den Charakteren, erfahren viel mehr über Colin Farrells Charakter und seine Backstory und haben auch, finde ich, ein wesentlich cooleres, wesentlich interessanteres Ende im Endeffekt. Nur das große Fragezeichen, wie beim Original, gibt's dann trotzdem nicht. Das Remake von Total Recall ist ehrlich gesagt für mich persönlich eines der besseren Remakes, das Hollywood in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Es wird den Platz, den das Original in den Herzen der Action- und Science-Fiction-Fans eingenommen hat, natürlich nicht streitig machen. Das will der Film aber auch gar nicht. Und das ist was, dass ich ihm wieder sehr hoch anrechne. Total Recall 2012 versucht gar nicht einmal so zu sein wie der Schwarzenegger-Film, weil mit der Atmosphäre, mit dem Fun-Faktor, den Arnie normalerweise in Filme bringt, kann der Film nicht mithalten. Das Remake ist ein wesentlich düsterer, wesentlich thriller-lastigerer Ansatz. Er erzählt prinzipiell die ganze
die mehr oder weniger gleiche Geschichte, aber auf eine ganz andere Art. Die Charaktere, die Geschichte, die Zukunft, alles wird vollkommen anders präsentiert, weswegen der Film meiner Meinung nach wirklich auf eigenen Beinen stehen kann und unabhängig vom Original existieren kann und begutachtet werden kann. Ich habe mich beim Total Recall Remake echt gut unterhalten. Ich fand den Film spannend, bis auf einige Kate Beckinsale Hiccups eigentlich recht gut gespielt, vor allem Colin Farrell und Bryan Cranston sind wirklich großartig in dem Film, die Special Effects sind fantastisch, der Look der Zukunftsvision ist großartig und egal, ob ihr jetzt Fan vom Original Total Recall seid oder nicht, ich kann euch das Remake eigentlich nur empfehlen.